Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Manga-bezogenen Video zu Attack on Titan. Heute sprechen wir mal über ein Thema, was sich sehr, sehr viele von euch gewünscht haben, auch schon über die vergangenen Monate. Ich wollte da eher noch ein bisschen warten, so bis wir mehr Infos haben, aber da diesen Monat ja auch kein Attack on Titan Kapitel gekommen ist, habe ich mir gedacht, komm, ich mache mir mal Gedanken, ich gehe das Ganze mal mit euch zusammen durch, denn es soll heute um die Frage gehen, ob Eren Jäger eigentlich noch gestoppt werden kann. Ja, ich versuche so spoilerfrei zu halten, wie es nur geht für den Anfang, denn falls ihr nicht gespoilert werden möchtet, dann solltet ihr jetzt abschalten. Wir reden nämlich über das aktuelle Manga-Geschehen. Ihr seid gewarnt, wir legen los. Ja, Leute, Eren ist ja jetzt gerade so ziemlich, ja, göttlich, fast unbesiegbar, könnte man sagen. Wer hätte damit gerechnet, noch vor einem Jahr oder so? Und das, was Eren gerade macht, wirft bei vielen die Frage auf, ob er überhaupt aufgehalten werden kann oder wie er aufgehalten werden soll. Da gibt es natürlich schon die verrücktesten Theorien aktuell, wie das gemacht werden soll. Von Talk No Jutsu bis hin zu geheimen Attentatsangriff und sowas. Aber Leute, wir gehen das Ganze mal durch. Wir fangen in diesem Video jetzt erstmal damit an, dass wir uns angucken, was ist eigentlich Erens Macht. Und danach gucken wir, ob Eren überhaupt mit seiner Macht oder trotz dieser Macht gestoppt werden kann. Und letztlich reden wir dann noch über ein Thema, wo viele eine große Befürchtung haben. Aber wie gesagt, da kommen wir dann zum Schluss dieses Videos noch hin. Ja, Leute, was ist eigentlich Erens aktuelle Macht? Halten wir das erstmal fest. Eren hat sich verwandelt in einen, ja, Titan, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Viele nennen ihn, ja, netterweise Dino-Eren oder Dino-Titan, weil Erens neue Titanenform, die aktuell noch sehr skelettartig ist, aussieht wie ein Stegosaurier. Der ein oder andere von euch kennt diesen Dinosaurier. Und das in atemberaubend großer Form. Denn die Titanengestalt von Eren ist locker über 300 Meter groß. Viele gehen sogar von 500 Meter aus. Die kolossalen Titanen, die ja 60 Meter sind neben ihm, sehen aus wie kleine Püppchen. Und er ist wirklich gigantisch und er steht ja noch nicht mal aufrecht. Ich denke auch nicht, dass er dazu in der Lage sein wird, bei seinen Beinen und seinem Oberkörper. Aber das können wir auch erstmal festhalten, dass er riesig ist und dass er mit dieser gewaltigen Größe zumindest keinen wirklichen Gegner haben könnte, der ihn im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe begegnen könnte. Aber er ist auch sehr, sehr langsam, wie es scheint, wobei auf der anderen Seite auch gesagt werden muss, er ist schon wieder so groß, dass seine langsamen Schritte trotzdem sehr, sehr weit gehen und er damit schon wieder schnell wirkt. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie ich das meine. Ja, viele haben nämlich geschrieben, ja, Eren ist doch jetzt super langsam in dieser Titanengestalt, er kommt doch gar nicht voran. Ja, aber Leute, ihr dürft nicht vergessen, wenn Eren einen Schritt macht, ist das so, als wenn du mit dem Pferd schon eine Minute geritten bist, weil das Ding einfach so riesengroß ist, in das sich Eren verwandelt hat. Und auch das Skelettartige ist natürlich noch so eine Frage von vielen. Viele fragen sich, kommt da noch was? Kommt da noch irgendwie eine Hautschicht drüber? War Eren schon fertig verwandelt, als wir ihn das letzte Mal gesehen haben? Kann man aktuell noch nicht zu 100% sagen. Ich will es nicht ausschließen, dass Erens Titan noch eine Haut bekommt, aber ich will es halt auch nicht ausschließen, dass der Titan wirklich so skelettartig bleibt, zumal wir den Titan ja auch nicht von vorne gesehen haben. Wir haben quasi nur seinen Arsch auf gut Deutsch gesehen und seinen hinteren Rücken. So wirklich von vorne haben wir noch nicht gesehen, wie es mit Kopf und so aussieht. Da müssen wir mal abwarten, da haben wir leider noch nicht genug Informationen zu, um da wirklich auch sagen zu können, wie verhält sich das zum Beispiel an seinem Hals, an seiner Schwachstelle? Ist Eren überhaupt da, wo die Schwachstelle eines Titans normalerweise ist? Das können wir jetzt noch nicht zu 100% sagen. Theoretisch können wir jetzt aber auf jeden Fall festhalten, dass Eren die Macht des Founding-Titans hat. Und das ist ja eigentlich so die ziemlich heftigste Kraft, die ein Titanenwandler so haben kann, sofern er sie denn auch beherrscht. Denn mit dieser Kraft ist er ja in der Lage, alle Titanen zu kontrollieren. Titanenwandler jetzt ausgeschlossen, aber hirnlose Titanen zu kontrollieren und auch aus Eldian direkt Titanen zu machen. Quasi mit einem bloßen Schrei ist er in der Lage, andere Eldia zu hirnlosen Titanen zu machen und er kann dabei sehr wahrscheinlich sogar die Größe der Eldia bestimmen, was einfach mal dafür sorgt, dass Eren theoretisch ja in den verschiedenen Ghettos, wo die Eldia eingepfercht worden sind, in den verschiedenen Ländern, könnte Eren einfach hingehen, einen Schrei auslösen und alle Eldia dort verwandeln, damit die noch mehr Chaos auslösen. Das ist alles eine Möglichkeit der Fähigkeiten, die Eren jetzt hier anwenden kann mit dem Founding-Titan und das macht ihn schon zu einer unglaublich heftigen Bedrohung, als wenn die abertausenden kolossalen Titanen, die ihm jetzt folgen, nicht schon genug wären. Denn die sind im wahrsten Sinne des Wortes in der Lage, die komplette Welt zu zertrampeln und auch das
ist ja Erens Ziel. Das will er jetzt ja gerade machen und ich denke, er wird das auch zum Großteil schaffen. Ich gehe stark davon aus, dass Eren in der Lage sein wird, viele Länder schon zu vernichten, bevor er, wenn er überhaupt aufgehalten werden kann, ne, aufgehalten wird. Da müssen wir mal abwarten. Das Ziel ist, wie gesagt, die Ausrottung der Menschen außerhalb der Paradiesinsel und Erens Macht, die er gerade hat, setzt er dafür ein. Auch innerhalb der Coordinate, denke ich mal, hat er auch sehr, sehr große Macht. Vielleicht ist die Macht auch begrenzt und ist bei ihm hier Fritz geblieben, aber da müssen wir mal abwarten, da wissen wir auch noch nicht genug. Kommen wir aber jetzt zu der essentiellen Frage dieses Videos. Kann Eren trotz seiner enormen Macht, die wir ja gerade auch mal uns so angeguckt haben, aufgehalten werden? Kann er irgendwie aufgehalten werden? Was würde es denn da geben? Oder wer könnte ihn da aufhalten? Natürlich hat da der ein oder andere die Titanenwandler, die Krieger, aber generell sollte man sagen, die Titanenwandler noch vor Augen. Es gibt nach wie vor immer noch 6 Titanenwandler. Ich gehe stark davon aus, dass Sieg immer noch am Leben ist, dass der nicht gestorben ist bei der Verwandlung von Eren, sondern dass der immer noch am Leben ist und sich regeneriert hat. Daher denke ich nach wie vor, 6 Titanenwandler sind da, die gegen Eren kämpfen können. Natürlich, die Größe von Erens Titan ist hier absolut schwierig. Mit dieser Größe kann man nicht sonderlich gut an seine Schwachstelle rankommen, wenn die Schwachstelle denn auch da ist, wo sie bei den anderen Titanen immer gewesen ist. Und gerade so Titanen wie der Kiefer-Titan, also der Jaw-Titan, den gerade unser Boy Falco innehat, der könnte da doch wirklich etwas sein, was richtig abliefern kann. Vielleicht hat Isayama auch Porco sterben lassen, weil Porco mit seiner Erfahrung mit dem Jaw-Titan zu gefährlich für Eren geworden ist, denn der Jaw-Titan ist sehr, sehr flink. Er kann sehr gut klettern und er hätte sicherlich kaum Probleme, an dem Titan von Eren hochzuklettern und es irgendwie bis an den Nacken von Erens Titan zu schaffen und so Eren da rauszubeißen. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, aber wir haben jetzt hier mit Falco eben einen absolut unerfahrenen Titanenwandler, der sich noch nie verwandelt hat und der wahrscheinlich auch nicht unbedingt in der Lage ist, bei seiner ersten Verwandlung direkt seinen Titan zu kontrollieren, außer er ist so ein Naturtalent, wie es beispielsweise Berthold gewesen ist, von dem wussten wir ja, dass der ein ziemliches Talent gewesen ist und seinen Titan sofort bei der ersten Verwandlung kontrollieren konnte, ist nichts Selbstverständliches und Falco wäre hier natürlich mit seinem Titan sehr, sehr gut in der Lage, sehr, sehr flink und könnte das Ganze sehr gut ausführen, aber seine nicht vorhandene Erfahrung macht es wieder schwieriger. Der kolossale Titan von Armin natürlich auch eine Möglichkeit, gerade wenn man es schafft, von oben zu kommen, sage ich jetzt mal, durch ein Flugschiff, wo wir gleich auch noch kommen, auch noch zukommen, dann wäre der kolossale Titan auch eine Möglichkeit und natürlich nur, um Eren wirklich zu töten, ihn zu vernichten. Wir gehen jetzt davon aus. Wir gehen nicht davon aus, dass Eren überleben soll, sondern wir gehen wirklich davon aus, dass Eren wirklich getötet werden muss. Dann könnte Armin natürlich auch irgendwie aus dem Luftschiff springen, auf den Nacken von Eren sich da verwandeln und bei der Explosion wird der Nacken dann sicherlich auch kaputt gehen oder Armin springt dann da mit seinem Titan rauf und reißt Eren einfach hinten raus. Das könnte auch passieren, aber das ist ein ziemlich abgespacedes Szenario, da finde ich das mit dem Kiefer-Titan doch ein bisschen besser. Aber ein Szenario, wo das aktuelle Geschehen gerade ja auch drauf hinarbeitet, ist das sogenannte Flugschiff- bzw. Flugzeug-Szenario. Heißt, dass Erens Titan mit einem Luftschiff oder Flugzeug eingeholt wird aus der Luft, sodass Eren da auch gar nicht großartig rankommt an das Flugzeug, dass man sich nähern kann und auch von dort aus dann agieren kann, sich abseilen kann in Anführungsstrichen oder mit Fallschirm abspringen kann. All sowas kann ein Flugschiff oder ein Flugzeug natürlich gewährleisten. Was ein Flugzeug und ein Luftschiff auch machen können, sind natürlich mit Kanonen schießen. Und diese Kanonen könnten ebenfalls auf die Schwachstelle von Eren schießen und das würde Eren auch wieder ganz schön in die Bredouille bringen. Deswegen ist auch das Flugzeug, was gerade Floch und Co. im aktuellen Manga-Geschehen beschützen, so wichtig. Deswegen wollen sie das beschützen, weil das eben eine sehr, sehr große Gefahr birgt, um Eren entgegenzuwirken. Ein Flugzeug gibt es ja aktuell so in dieser krassen Form noch nicht, wie das, was jetzt hier von den Azumabitos erstellt wurde. Und da könnte es ganz, ganz große Probleme für Erens Titan geben. Ich persönlich muss aber auch sagen, ich fände es irgendwie langweilig, wenn das Flugzeug einfach Eren aus dem Nacken rausschießen würde. Fände ich gar nicht gut. Da finde ich, kann man das besser lösen. Ich bin ja auch davon überzeugt, dass noch etwas anderes passiert, wo wir gleich noch zukommen. Auch die anderen Nationen, die ja noch vorhanden sind, die ganze Welt ist ja von Menschen bevölkert und auch die anderen Nationen könnten mit Luftschiffen kommen und versuchen, Eren aufzuhalten. Aber es gibt auch sehr, sehr viele kolossale Titanen. Kolossalen Titanen könnten auch Amok laufen bei einem Tod von Eren und das könnte natürlich auch nicht so gut sein. Zu Boden, also vom Boden aus, sind wir uns, glaube ich, alle einig, Leute. Vom Boden aus ist es sehr schwierig bis eigentlich unmöglich, Eren zu besiegen. Die kolossalen Titanen und alleine Erens Größe seines Titans,
das ist einfach etwas, was es fast unmöglich macht, hier gegen ihn anzukommen. Da kann jeder Panzer der Welt kommen. Die werden nicht in der Lage sein, irgendwie die kolossalen Titanen oder Erens Titanen aufzuhalten. Der Angriff wird schon aus der Luft erfolgen müssen. Ja, die Allmacht von Eren in der Koordinate ist jetzt natürlich noch eine Frage. Viele haben auch die Theorie, dass es einen Kampf in der Koordinate geben könnte. Die Koordinate, wo eben nur die Eldia rein können, beziehungsweise die Subjekte von Ymir mit reinkommen können. Und dort ist natürlich noch eine Möglichkeit, dass Eren dort auf irgendeine Art und Weise aufgehalten werden kann. Da müssen wir aber auch davon ausgehen, dass er in der Koordinate nicht die absolute Macht von Ymir Fritz bekommen hat. Dass Ymir Fritz immer noch die Herrin sozusagen ist und die einzige ist, die wirklich komplette Macht hat und dass Eren letztlich in der Koordinate sich auch auf Ymir Fritz verlassen muss, dass sie auf seiner Seite ist und das eben nicht so ist wie in einem der letzten Kapitel, wo Sieg noch die Macht sozusagen hatte aufgrund seines königlichen Blutes. Das ist noch eine Variable, wo Eren aufgehalten werden kann. Fände ich das gut? Ich weiß es nicht. Ich denke eher nicht. Ich möchte schon einen großen Showdown haben, wenn ich persönlich da mal meine Meinung sagen kann. Da aber auch mal abwarten. Sieg könnte hier noch eine Rolle spielen bei dem Koordinate-Szenario. Aber das kämpferische Stoppen in der realen Welt ist auf jeden Fall sehr schwierig. Vor allem, wenn man es nicht aus der Luft tätigt. Für mich steht also fest, man muss irgendwie Eren von oben angreifen. Darauf läuft es ja wie gesagt auch hinaus. Und die Titanenwandler und auch die Ackermanns, Levi, ob der zum Einsatz kommt, sei mal dahingestellt. Aber Levi und Mikasa können hier eine große Rolle spielen. Bei Mikasa ist es aber auch schon wieder diese Hürde, die sie haben könnte, weil sie ja auf Eren geprägt ist, dass sie Eren gar nichts antun möchte, obwohl sie die Möglichkeit und die Fähigkeit dazu hätte. Daher will ich Mikasa jetzt hier erstmal auch beiseite schieben. Das wäre natürlich ein guter Moment für sie. Wäre mal ein Moment, wo Mikasa sehr wichtig werden könnte und auch zeigen könnte, wie sie sich entwickelt hat. Aber kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich schon 2-3 Mal angesprochen habe in diesem Video, nämlich zum sogenannten Talk No Jutsu. Ja, die Leute, die diesen Begriff kennen, die wissen natürlich, was jetzt auf euch zukommt. Für diejenigen, die es nicht wissen, die den Begriff nicht kennen, erkläre ich das gerne mal. Talk No Jutsu ist ganz, ganz kurz gesagt, ja, dass alles am Ende durch Reden geklärt wird. Dass einfach geredet wird und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen, dann wird das Ganze gelöst werden. Das ist etwas, was aber auch die allerwenigsten wollen. Klar, es wird passieren. Armin und Mikasa werden meiner Meinung nach versuchen, mit Eren zu reden. Das haben wir auch schon anhand der Audio von der Final Exhibition von Attack on Titan hören können. Da haben wir Armin gehört, wie er nach Eren ruft. Das ist ja schon fast bestätigt. Aber dieses wirkliche Talk no Jutsu, dass jetzt wirklich diese ganze Situation gelöst wird durch ein Gespräch, einfach nur, dass Eren quasi überredet wird, ihm klargemacht wird, Eren, was du machst, ist falsch, das möchte ich nicht und ich glaube, das wird auch nicht passieren. Eren hat einen krassen Charakterwandel gemacht. Er hat die Welt erlebt. Er hat erlebt, wie die Welt nicht verzeiht. Und Eren weiß, dass die Welt jetzt gerade durch seine Taten, die er jetzt begeht, ist sowieso alles vorbei, ist sowieso alles in Stein gemeißelt. Eren kann nicht mehr zurück. Für Eren gibt es keine Rückkehr mehr. Und daher denke ich, dass das Talk no Jutsu nicht passieren wird. Armin und Mikasa wollen es natürlich zu 100% probieren, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sie erfolgreich sein werden, denn Eren wird seinen Weg weiter voranschreiten. Er wird weitere Länder vernichten, er wird sich nicht aufhalten lassen ohne Gewalt und das ist vielleicht auch etwas Notwendiges, dass gewalttätig hier etwas gelöst werden kann, denn die Welt von Attack on Titan ist, und das hat Mikasa auch schon gesagt gehabt, grausam und doch so wunderschön in diesem Fall, aber eher grausam. Eren muss meiner Meinung nach sterben. Er kann nicht normal aufgehalten werden. Wo soll er hin, wenn er aufgehalten wird? Was ist seine Zukunft? Wie soll es enden? Was ist mit dem Fluch von Ymir? Was ist mit dem Fluch der Titanen generell? All das ist etwas, was mit Eren zusammenhängt. Eren ist mittlerweile der Dreh- und Angelpunkt geworden, seitdem Ymir Fritz ihm ihre Kräfte gegeben hat. Daher ist es für mich unabwendbar, dass Eren hier einen Kampf bekommt und dass Eren hier aufgehalten werden muss auf brutalste Art und Weise. Darüber habe ich ja in diesem Video schon gesprochen. Daher, für mich steht das Talk no Jutsu, also quasi Gelabere, dass alles damit gelöst wird, nicht zur Debatte. Das wird nicht passieren. Das wird keine Lösung sein, sagen wir es so. Aber Leute, ihr könnt mir jetzt mal eure Meinung zu dem ganzen Thema hier in die Kommentare schreiben. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Wie kann Eren aufgehalten werden? Habe ich irgendwas vergessen, wo ihr sagt, das und das könnte noch passieren? Schreibt es in die Kommentare, gerne ausführlich. Dann kann ich das vielleicht in einem der kommenden Videos noch behandeln. Ich hoffe, dieses Video hat euch einen guten Überblick über Erens Kraft und auch die Möglichkeiten gegeben, wie er aufgehalten werden kann. Mit meiner Meinung natürlich gepaart. Hoffe, das hat euch gefallen. Falls das der Fall ist, gerne mit einem Däumchen nach oben bewerten, würde mich wirklich sehr, sehr freuen und supporten.
Gerne auch kostenlos abonnieren oder Kanalmitglied bei mir werden, um mich weiter zu supporten. Und auch gerne auf meinen sozialen Medien vorbeischauen. Twitter, Instagram, Discord und Twitch. Die Links findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt wie immer noch einen wunderschönen Tag, Leute. Ich sag ciao und tschüss. Und ja, wir haben es bald geschafft, Leute. Im Juni gibt's endlich wieder Attack on Titan Manga-Kapitel. Haut da rein. Ciao und tschüss.